Wir können die Abilities lernen. Wir können die Abilities nutzen. Die nutzen, die halt von den Gegenständen, die wir ausgerüstet haben, halt da sind. Wenn wir die aber zu 100% voll erlernt haben, also hier die 40 von 40 erreicht haben, können wir die Waffen ablegen und die Abilities bleiben vorhanden. Das ist das Gute. Und ja, so werden wir dann halt die ganzen Abilities lernen und halt wirklich erst zu Ende lernen und dann halt die Ausrüstung wechseln. So, dann machen wir mal. So. Gehen wir mal hoch. Was ist das denn? Hä? Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Mädchen in weißer Kutte. Verzeihung, würdest du mich... Oh, ich kann das nicht in der Stimme. Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Erstmal Gesicht erhaschen. Look, look. Habe ich vielleicht etwas im Mundwinkel? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau, seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen, weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nicht doch, als wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. So, warte doch. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein, ich... Nee, so ein hübsches Mädchen kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey, zieh dann, was geht denn da oben ab? Also... Bitte verzeiht! Was läuft hier eigentlich bei euch? Das war gerade Prinzessin Garnet. Im Ernst? Ja, da rennt es auch schon los. Warum auch immer. Oh Gott, die beiden. Son und Son. Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Bran aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich. Die beiden, Alter. Furchtbar, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist es auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüge doch nicht, sag ich. Erstmal schnell zur Königin Bran, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist es auch echt wahr, sag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich schnell zur Königin Bran, sag ich. Oh Gott, die beiden sind so nervig. Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Im Moment wird die Majestät nicht gestört werden. Kommt später wieder. Das ist ein dringendes Anliegen. So ist es, sag ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich. Flüsse diese Meer, trägt sich schon wieder auf. Nun, worum geht es? Prinzessin Garnet ist bla bla bla, Schwabe, Schwafel. Ganz furchtbar, sag ich. Ich verstehe, wartet hier einen Augenblick. Meine Stimme tut jetzt schon weh. Oh, ist sie hässlich. Versuche gerade das Steck zu genießen. Der Sprite von Beatrix gefällt mir. Oh, Entschuldigung. Haben Sie schon Beatrix? Ja, doch, Beatrix haben Sie schon gesagt. Für die gefällt mir nicht gut. Also bitte ich mich nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnet ist. Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Scheint, als hätte sie das Königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt diese Göre sich dabei? Generale Beatrix? Jawohl. Und auch ihr Hauptmann? Steiner! Gefolg, Mensch, Geschlecht männlich, Rechtshänder, als Rechtshänder. 33 Jahre schon. Hauptmann Steiner, zur Stelle. Schafft mir sofort gar nicht wieder her. Sehr wohl, Majestät. Ja, bewährt, Majestät. So, jetzt geht der Spaß los. Blutdruck! Kompanie angetreten! Hallo? Keiner da? Hauptmann Steiner, Kompanie zur Stelle. Da seid ihr, oh Kollege, was ist denn Traurigeres? Die anderen sechs meine ich. Oh, meine Fresse. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brane. Zieht euch sofort was an, was auf die Prinzessin Garnet. Gut. Also, wenn man den Hauptmann Steiner. So, die haben sich wieder angezogen. Ja, was war Mogri? Was gibt's? Moschu ist das. Ich hätte sogar einen Brief. Ja, genau, wie so eine Monty. Sollen wir einen Brief geben? Genau. Speichern wir erstmal.
So, Steckplatz 1. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen und die ganzen Soldaten suchen. Das wird auch sehr lustig werden. Genau, und wir müssen nochmal auf jeden Fall schnell zur Bahne. Wahnsinn, oder? Aber in der Geschichte ist wohl was dran. Nicht zu fassen, aber du weißt immer als erstes Bescheid, was da wird. Was dauert's noch, wo ich will? Ja, wie viel Zeit ist so alt? Ja, Schwätzchen. Oh, Mann, habt ihr das gehört? Weimar hat wohl was mit diesem Kellnerin Resi, glaube ich. Interessiert mich das vielleicht, du Kretin? Geht's aber die Prinzessin zu Hause, sag ich! Schon unterwegs. So. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir die Pluto-Truppe. So. Wir machen nochmal kurz eine kleine Liste. Steiner. Marktmart. Koche, das möchte ich mich machen schnell. Lauda. Chanel. Bayreuth. Weimar. Hagen. Und Märchenheim. Alles noch Städten. Ich glaube, das sind doch Städte. Okay. Die müssen wir jetzt suchen. Da haben wir schon zwei gefunden. Gehen wir schon mal hier hoch. Jetzt mal schnell zur Brane, denn von ihr kriegen wir jetzt noch was. Das Theater war heute wunderschön. Ich bin gerade gut gelaunt. Hier schenke ich dir. Moin später. Genau. Den bekommen wir halt, wenn wir 100% das schaffen. Das Ding ist recht geil. Halt ja P im Normalmodus. Irgendwie kommt man doch. Kommt man da nicht sogar auch. Da nicht anzeigen lassen? Also legen. Ah genau, hier kann man das nochmal zeigen lassen. So. Wir können dem jetzt den Mondschwitter an, da kann er schon Bestien-Twitter lernen. Aber ich glaube, Bestien-Twitter kann auch hier schon lernen, genau. Das heißt, es würde nicht viel bringen. Das kann er aber Shell kann er nicht lernen, das kann nur Weißmagier lernen. Also man. So Gegenstände können auch verschiedenen Leuten halt Abilities beibringen. Unterschiedliche Abilities. Ja gut, den brauchen wir jetzt erstmal nicht ausrüsten. Die Bestientöter. So, dann waren wir mal schnell. Da oben kommen wir nicht durch. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch schnell machen. Gehen wir erstmal. Hier ist nichts, oder? Genau. Sind jetzt eigentlich wieder hier oder sind die jetzt weitergegangen? Also weitergegangen. Ich wollte mir nur den Namen. Scheiß auf den Namen nicht. Der hier hieß nur David, das weiß ich noch. Genau, hier rennt einer rum, den müssen wir austricksen. Den müssen wir auslegen, dann renne ich immer genau in die andere Richtung. Genau, jetzt rüber. Dann haben wir noch schon. Nein! Oh, diese Steuerung! Komm schon. Ach, scheiße, komm. Gehen wir hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Und jetzt gehen wir hier rüber. Genau. Schanne ist das. Das ist die Nummer 5. Da haben wir den schon mal. Ich hab sie gleich. Oder das war jetzt gerade einer von den beiden schon. Das kann ich nicht aushalten. So, hier haben wir den nächsten. Puh, was habe ich? Kohldampf. Märchenheim, genau. Eieiei, aber die Waschlammer mal rumquengeln sind Alexander, wenn er so einfach ruft. Reißt euch zusammen am Ötzen. Schlechter Ruf hin und her, gutes Essen soll man nicht stehen lassen, Hunger. Genau, so sehe ich das nämlich auch. Hinten war sonst nichts weiter, glaube ich. Genau. Dann geht's weiter. Den haben wir ja schon. Gehen wir mal hier weiter. Wer bist du? Deckmeister, Tischlein, ich deck dich, jo. Jo. So, hier haben wir ein ziemliches, seltsames Wesen. Küchenchef. Scheint, was ihr könnt, kocht. Genau. Das muss schneller gehen. Die können wir uns mal merken. Das Aussehen. Da werden wir eventuell noch jemanden treffen, der so ähnlich aussieht. Weiß jetzt noch irgendwas? Ich weiß es noch nicht. Gut, habe ich es dann auch nicht mehr im Kopf. Weil
Mein hässliches Bild, ey. Boah. Geh was mal nach links. Und hier haben wir eine Bibliothek. Da machen wir den nächsten. Das ist Lauda. Also ich wollte ja schon immer viel lieber meine Tage damit verbringen, Gedichte zu schreiben, als nur da zu sein. Gewährt mir den Austritt aus der Blutgruppe. Das geht nicht. Was weißt du, geil, du bist doch erst seit letzter Woche da drüber dabei, hör auf zu Köln und jede Hauptrezelle und so. Lappen. Möchte ich sein, die ich für euch so habe ich sie nur hingetan. Hier finden wir auch später auch einen ziemlich starken Gegner. Ich glaube, es war hier. So, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Oder hier war es. Keine Ahnung. Hier. Weiß ja, Alexander Höhle ist Evenheiser, eine natürliche Höhle von Evenheiser umgibt. Genau. Den Begriff können wir uns auch mal merken. Aber meine Stimme. Meine Fresse. So, gehen wir mal raus. Hallo. Ah, das ist ja allerstück scheint ein großer Erfolg zu sein. Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbei ist, dann gibt es eine sauberen Anführer von König Bran und aussehen werde ich dann wieder zu sicher, weil das Spott für Beatrix, Leute. Ey, ich muss euch beeilen. So, hier mal die nächsten. Das ist Horgen. Der Horgen. Einfach nur da sitzen und sitzen im Wassersturm. Wassersturm. Balsam für die Nerven. Hauptmann lässt die mir Gesellschaft beim Entspannen. Entspannt, sagt der Schmeichel. Schwing deine Mühlen, genau. Befehl der Majestät. Ach du liebe Güte, dasselbe Tragödie. Verlasst euch auf mich, ich werde die Prinzessin unverzüglich finden. Ich gebe alles. Genau. Aber wer bist du denn? Fragezeichen. Hier ist niemand vorbeigekommen. Wer könnte das denn sein? So, hier rüber. Ach, ich verstehe das nicht. Irgendwie ist das ganz komisch, der Steuerung manchmal. So, hier haben wir den nächsten. Weimar. Mal damit auch weg. Bleiben noch drei. Ja, wenn wir nicht zusammen ausgehen, noch Trainer vielleicht. Also ich weiß nicht. Ja, was treibst du da? Nimm deine Beine in die Hand für die Prinzessin. Jawohl, zur Bewe. Gut, nächsten. Haben wir geschafft. So. Ich glaube, jetzt kommt hier schon der Turm, oder? Das heißt, ich finde hier keinen mehr. Ich muss auf jeden Fall mindestens noch einen finden. Einen muss ich noch finden. Da oben ist jetzt noch einer im Turm, der mir dann sagt, wie viele Leute ich gefunden habe. Einen muss ich noch suchen. Unten bin ich schon lang. Wie waren die Bibliotheken? Oder? Ja, genau. Gut, da ist keiner. Den haben wir schon. Hier waren wir auch schon gewesen. Da geht's nicht lang. Dann gehen wir noch mal kurz zurück. Ich weiß gar nicht, ob hier unten noch irgendwas war. Das war hier, hier war nur. Genau. Aber wer fehlt denn jetzt noch? Oder habe ich schon alle? Hier war keiner. Hä, wer fehlt denn da jetzt noch? Ich war doch jetzt überall gewesen. Hier ist keiner mehr. Dann gehen wir einfach mal zum Typen im Turm. Vielleicht habe ich sogar schon alle. Ich kann natürlich auch sein. Ich gehe nochmal kurz hier rüber. Hier war ja keiner. Naja. Das ist ein Typ. Hier war keiner. Nö. Hier war keiner. Lässt sich das eigentlich mit dem Steuerkreuz steuern? Bisschen präziser, oder? Ja. Ja, mehr kann man ja nicht finden. Aber ich finde es ein bisschen präziser vom Steuerkreuz, muss ich sagen. Du.
müssen was trinken kurz. Wir haben schon wieder eine Stunde auf, ey. Wahnsinn. Da, hier haben wir den letzten. Bayreuth, genau. Ich war das Magwald und Kochel. Ich bin ganz schön aus der Puste. Oh! Hauptmann Steiner, haltet ihr euch etwa auch neulich jeden Tag mit etwas Rennsteigen in Form? Nein, nichts dergleichen. Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet. Ist sie etwa da oben oder hast du sie gesehen? Nun, ich war gerade auf dem Weg nach oben, doch da kam ich plötzlich zu gemeines Seitenstechen. Übrigens habt ihr schon den Rest der Blutgruppe Super 4 erreicht. So, selbstverständlich, den habe ich beinahe gemacht. Selbst an mir war so, als wäre es einer zu viel gewesen. Margaret und Hund, die immer über alles auf den Laufen sind, habt ihr den Super 4 schon erteilt. Ah, gut, alles klar. Den haben wir alle. Lasst mal überlegen. Lauda, dessen Gedichte jeden Schöngeist zur Verzögerung bringen, habt ihr das du. Das müsste man sich theoretisch jetzt auch schön mal aufschreiben, beziehungsweise mal merken, dass es mich dann auf einer späteren Verlauf des Spiels ist, das ist dann wichtig. Die ganzen verschiedenen Aufgaben von den Soldaten. Chanel, dem besten Kanonier Alexandras, habt ihr den Suchbefehl schon erteilt. Lasst mal überlegen. Weimar, dem einzigen, der in dieser Stadt jedes Mädchen beim Vornamen kennt, habt ihr den Suchbefehl schon erteilt. Lasst mal überlegen. Hagen, den Alexander besser kennt als alle Leute in der Westentasche. Andere Leute in der ihrer Westentasche. Meine Fresse. Halt. Lasst mal überlegen. Märchenheim, den letztjährigen Sieger des Kanonenkugeltragen-Wettrennens, habt ihr den Befehl schon erteilt. Der Hauptmann, wie er lebt und lebt. Genau, und wir haben ein Elixier bekommen. So, das war's. Wo hatten wir's? Ich bin fix und fertig. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss die Prinzessin finden. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Moment mal. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das ist doch die Prinzessin! Erfolg von einem Räuber, wenn ihr nicht eine! So gut, diese Zwischensequenz. Wo ist gar nicht bloß hin? Uff. Aua. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Trommel, oh, geht mit Marco bei mir, wenn du auch was. Aber auch voll. So. Jetzt auf jeden Fall noch bis zum Sieg. Ah, was soll das? Ey! Du da! Wenn du mich schon umrennen tust, dann entschuldige dich wenigstens. Ich bitte um Verzeihung, ich war in Eile und da. Also wirklich, wo ich doch jetzt. Wo ich auf die Bühne muss. War das die sechste Schüsse geredet hat? Warum kann ich das nicht? Ich bin irgendwie peinlich gerade. Jetzt sieh dann, hör du mal! Die Kleine dort, die hatten hier alle das im Schrank. Jetzt hab ich's wieder drin. Wie auch immer, lass mich durch zu ihr. Augenblick mal. Was ist hier eigentlich los? Ruby, wir reden später. Ich würde sagen, dass ich den Akzent nicht drauf habe. Ging. Puh, endlich zur Vernunft gekommen. War zwar irgendwie anders als geplant, aber das macht die Sache nur noch einfacher. Hey. Ihr gehört doch zur Schauspielertruppe. Flix hat sie mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber ich bin in Wirklichkeit... Oh mein Gott! Prinzessin Garnet Till Alexandros von Alexandria. Und ich habe eine große Bitte an euch.
Wollt ihr mich bitte auf der Stelle entführen? Wie bitte? Nun, ich, Polizei, nein, ihr hier! Oh nein, sie suchen mich schon! Naja, wirst schon deine Gründe haben. Okay, überlass es einfach mal mir. Ich danke euch, ich stehe tief in eurer Schuld.